Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Elex, wo wir Nasty betreuen werden und fragen, was sie für einen wundervollen Auftrag für uns hat. Ich bin mal gespannt. Hi Nasty. Okay Freundchen, es wird Zeit für einen richtigen Job. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit, worum geht's? Das zeige ich dir, wenn wir da sind. Was ist mit deinen Jungs? Die bleiben hier. Die Sache werden wir allein erledigen. Komm mit. Ich habe kein gutes Gefühl, wir werden sterben. Alter, was? Das schaffen wir nicht. Da ist er, El Colossaro. Der Schrecken aller unserer Läufer. Jeder, der die Umlande unserer Stadt sichern sollte, hat schon mit ihm zu tun gehabt. Und offenbar immer verloren. Ja, meistens sind unsere Jungs vor diesem Urvieh geflohen. Was ihn so gefährlich macht, ist nicht seine Stärke, sondern eher seine Cleverness im Kampf. Also pass auf und rechne mit allem bei ihm. Du willst da jetzt runter? Wir beide werden das tun. Und merke dir, wenn du kneifst, komme ich aus der Hölle wieder zurück, um dich zu kriegen. Ha! Beweg deinen Arsch! Oh, shit, die hat's ja nicht mehr alle! Das schaffen wir nie! Ich bin nicht stark genug! Ich bin nicht stark genug für Sterben! Das Scheißvieh sucht Ärger! Lass uns erstmal die Reißer ficken, okay? Entschuldigung für diesen Ausdruck. Aber wir sind ja bei den Outlaws. Das wird ein Problem. Das Scheißvieh sucht Ärger. Okay, erstmal die Reißer in Ruhe besiegen und dann gucken, wie es weitergeht. Okay, erstmal gegen die Reißer sterben und dann gucken, wie es weitergeht. Quickslot 4 speichern. Ich hoffe, das hat irgendwas gebracht, wenn ich ehrlich bin. Hoffe ich zumindest. Hilfe! Ist die tot oder? Nee, bewusstlos. Bam! Okay. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, zu speichern. Wir können ja eigentlich hier hoch, oder? Wow, macht das viel Schaden. Wow, wir heilen uns. Okay, wir haben noch Zeit. Wir heilen uns. Ich habe jetzt erstmal geguckt, wo der gerade ist. Ciao. Okay, wie machen wir den am besten fertig? Das wird keine einfache Aufgabe. Aufpassen, dass er uns nicht mit keinem Stein bewirft. Wow!
Ich bin so ein Idiot und ich renne halt voll rein. Ich sehe, wie er fliegt. Okay. Die Reißer müssen als erstes dran glauben. Wir speichern ab tatsächlich. Kann ich dir aufhelfen? Nein, sie ist nur bewusstlos, okay. Gott sei Dank macht er überhaupt kein Damage. Okay, er ist aber langsam. Er ist langsam. Okay. Haben wir mächtiger, großer Mana-Tank, starker Elix-Tank? Oh, hi! Du bist ja schon da! Okay, wenn wir genug Pfeile hätten, könnte ich den irgendwann mit Pfeilen besiegen. Das würde theoretisch gehen. Zack. Okay, wir haben Zeit. Wir speichern mal kurz ab. Er ist lahmarschig. Ich hatte keinen Mana mehr. Keine Energie. Okay, das geht. Ich muss ja eigentlich nur umkreisen. Oh! Okay, kurz Pause, kurz Zeug fressen. Das wird ein harter Kampf noch. Wir speichern mal kurz ab nebenher. Mal ein bisschen mit dem Bogen wieder ran, hä? Wir haben ihn schon auf jeden Fall unter Half-Life. Der kriegt aber gut Damage durch den Bogen, oder bilde ich mir das ein? Also Ministrich geht da auf jeden Fall immer weg. Wo hat es mich getroffen? Ich würde mich gerne noch ein bisschen heilen, wenn das geht. Moment, wir gehen da first hier hoch. Nein, mit dir hat niemand geredet, Bixby, ey. Wow, der dodge.
Nee, du heilst dich nicht, vergiss es. Er ist buggy. Nee, er ist nicht buggy. Wo? Heilen. Heilen, 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 heilen. Bier, Trockenfleisch, Wein, Wein, Wasserflasche. Es geht halt jetzt alles drauf. Steakteller, let's go. Eintopf, let's go. Wuhu! Du hilfst mir? Sie ist wieder am Leben. Sie ist da, um mir zu helfen. Mal sehen, wann die wieder bewusstlos geht. Sie trifft ihn nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich, Leute. Ja, easy game. Oh mein Gott, wir haben ja am Ende einfach nur weggefegt. 1000 XP. Ja. Oh, meine Knochen. Das war ja ein Kinderspiel. Das nächste Mal will ich gefälligst einen würdigen Gegner. Was? Ach, ja. Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit unseren Läufern sprechen. Machen sich in die Hose vor diesem altersschwachen Reptil. Ja, genau. Alles okay? Das war ziemlich leichtsinnig. Das war ziemlich leichtsinnig. Ach komm schon, so ein bisschen Spaß. Das Vieh hätte dich genauso gut töten können. Tja, aber hat es nicht. Also hör auf, mir Vorschriften zu machen, klar? Kommt da noch mehr von dieser Art Aktion? Ich will endlich eine richtige Herausforderung. Nicht diese Opfer. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Du willst, dass ich für dich arbeite? Ernsthaft? Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst mir erstmal einen Job mit einer würdigen Herausforderung. Ich kämpfe gegen die Elixitoren. Ist das Herausforderung genug? Das machen ja sogar die Kleriker. Trotzdem würde ich nicht auf die Idee kommen, mich diesen Fanatikern ohne ein größeres Ziel anzuschließen. Komm wieder, wenn du einen konkreten Schlachtplan vorweisen kannst. Dann sprechen wir vielleicht noch einmal darüber. Alles okay? Ja, ja. Toll! Ich hab gehofft, die hilft mir jetzt. Die hat sie doch nicht mehr alle, ey. Ich hab fast all meine Konsumgüter verbraucht für diesen Scheißkampf. Ich finde, die könnten wenigstens ein paar Leichen rumliegen. Zu der Gutmachung für diesen Scheißkampf. Oh ja. Danke. Das war's. Mehr ist hier nicht. Keine übertriebene Waffe. Hier liegen nur Leichen rum. Schade, dass die jetzt geht. Ich fand's eigentlich ganz nett mit ihr. Und die macht gut Damage übrigens, die Frau.
So, den Heiltrank, den kleinen Heiltrank auch gerne. Wir sammeln hier so ein bisschen Zeug ein. Wir speichern ab. So. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir spielen das Spiel auf normal. Und ich werde hier jetzt ganz normal weggehen. Diese blöden Käfer, ey. Oh, oh. Weg, weg, weg. Was sind das hier eigentlich für schwarze Stacheln, die aus dem Boden ragen? Soll das mit vom Meteoreinschlag sein, oder? Kann ich mich porten? Schlechter Zeitpunkt. Ja, weil ich im Kampf bin, ich sehe schon. Jetzt. Ah, okay. Wir gehen jetzt nochmal zum Duke, gucken, ob der uns was zu sagen hat und dann, glaube ich, nehmen wir Abschied von ihr. Nö. Ich will kein Outlaw werden. Beziehungsweise, mich interessiert, was müsste ich denn tun? Wäre ich schon bereit? Was müsste ich tun, um ein vollwertiger Outlaw zu werden? Was müsstest du? Hab ich dir nicht gerade gesagt, was du tun sollst? Wenn du mich beeindrucken willst, dann beweg deinen Arsch und erledige den verdammten Job. Okay, okay, okay. Ich will die Bombe aber nicht fertig machen, danke. Der Typ ist super unhöflich, ich würde ihn am liebsten umbringen. Ich wollte noch mal ganz kurz... Ah, nee, ich bin... Bin ich falsch? Ich muss... Genau, ich wollte noch mal kurz zu Nancy gehen, zu ihrem Zelt. Die sitzt leider noch nicht da. Schade. Du hast hier nicht... Mach das ja nicht noch... Ja, okay, okay. Nee, ich denke, wir sind hier durch. Wir sind hier tatsächlich durch nach diesem komischen Riesenviech. Was auch echt genug für heute war. Das war weit über unserem Können. Weit über unserem Können. Wir haben all unsere Granaten verbraucht. Ja, ich gucke mich jetzt hier nochmal ein bisschen um. Aber ich glaube... Es gibt groß niemand, der noch irgendwas mit uns an Quest hat. Ah, der verlorene Sohn schaut wieder vorbei. Hast du den Gestank von Müll und Schweiß vermisst? Oder warum bist du hier? Ich habe nein. Ich wollte zu dir. Ich wollte zu dir. Nun, jetzt bist du ja hier. Es gibt da eine weitere Sache, die du für mich erledigen kannst. Ich schmeiß dir auch genug Elixit in den Rachen, denn du kannst es besser gebrauchen als die anderen Köter hier. Darüber hinaus hast du mittlerweile ja erkannt, wie gut es ist, mich zufriedenzustellen. Irgendwie, der Typ hat irgendwie was. Was soll ich für dich tun? Bring mir erst was bei. Etwas bei. Wird gemacht. Wird gemacht. Hast du nochmal irgendwas? Ich Rüstung hätte ich sehr, sehr gern nochmal eine Stufe höher. Tiertrophäen, Intelligenz brauchen wir noch 5, dann könnten wir das auch lernen. Es gibt mehr Geld, wobei das bringt uns nicht im Kampf weiter. Die Resistenzen wären alle eigentlich ganz cool. Irgendwann mal. Die Widerstand gegenüber Schaden und radioaktiven Schaden mit jeder Stufe. Dann können wir halt in solche Gegenden gehen, ohne gleich direkt zu sterben. Okay, Müll-Matt, Matt Bob, sag mir mal, was geht ab? Was soll ich für dich tun? Wie ich hörte, gab es in letzter Zeit einige Unstimmigkeiten bei den Schrottausgrabungen im Westen. Jemand muss dort einmal an den nötigen Stellschrauben drehen, damit ich das bekomme, was mir zusteht. Trevor hat dort das Kommando.
Er scheint den Ernst der Lage zu verkennen und hält mich hin. Noch vor kurzem hieß es, ich könnte bald auf neue Ware hoffen, aber außer leere Versprechungen habe ich nichts erhalten. Eine freundliche Erinnerung in meinem Namen sollte ihm aufzeigen, dass meine Geduld mit ihm bald ein Ende hat. Also, noch Fragen? Haben wir schon erledigt. Nein, ich bin schon unterwegs. So will ich das hören. Du wirst mein Plan B sein. Derjenige, der meinen Leuten klar macht, dass ich mir nicht länger auf der Nase herumtanzen lasse. Denn auch meine Geduld kennt Grenzen. Ich hab den doch schon. Das habe ich doch schon erledigt. Nee, was soll ich Trevor sagen? Was genau soll ich Trevor ausrichten? Es reicht, wenn du ihm meinen Namen nennst, um ihm Feuer unterm Arsch zu machen. Und wenn nicht, mach ihm klar, dass sein Kopf rollt, sollte ich meine Ware nicht bekommen. Ich hab das doch schon erledigt, Mann. Wir waren doch schon bei Trevor. Oh. Upsa. Okay. Dann gehen wir nochmal zu dem. Das war letzte Folge, glaube ich, wo wir erst dort waren, oder? War letzte Folge. Oder war das diese Folge? War das? Nee, das war nicht die. Die Folge haben wir mit diesem Koloss angefangen. Mit dem stundenlangen Kampf. Wobei es ging. Ich bin da jetzt nicht so oft verreckt eigentlich. Ich glaube 2-3 Mal und dann ging es direkt gut. Geh weg, geh weg. Ich hab grad keine Lust auf dich. Geh weg. Aua. So. Mich wundert's, wir haben doch die Quest schon mit ihm abgeschlossen. Warum müssen wir jetzt nochmal zu ihm rüber? Der Müllbaron wird ungeduldig. Ich mache ja schon so schnell es geht. Den entstandenen Verzug kann ich nicht so schnell ausgleichen. Dank dir ist es mir überhaupt erst möglich, wieder zu liefern. Ich brauche einfach noch ein paar Tage. Sag ihm das. Du verkennst den Ernst der Lage. Dir bleiben höchstens noch ein paar Stunden. Du verkennst den Ernst der Lage. Dir bleiben höchstens noch ein paar Stunden. Das kann doch nicht sein. Ernst sein. Wie soll ich das denn bitte bewerkstelligen? Alps, Pestraten, Banditen. Der Weg zum Fort ist voller Gefahren. Du hast den Müllbaron in deiner Auflistung vergessen. Er wird dein größtes Problem sein, wenn du ihn weiter hinhältst. Okay, okay. Ich hab's ja kapiert. Er will sein Zeug. Er soll es bekommen. Ich schicke ihm einfach das, was wir schon vorrätig haben. Damit erkaufe ich mir etwas Zeit. Und nimm das hier als kleine Motivationshilfe, damit du ihm die Nachricht schnell überbringst. Mir ist wohler dabei, wenn er für den Moment ruhig gestellt ist. Um mehr bitte ich dich nicht. Okay, okay, okay. 114 Splitter. Warum eigentlich so ungerade Zahlen? Ich verstehe das nicht, warum er mir ungerade Zahlen immer gibt. Ich glaube, das war beim ersten Mal schon so. Ah, jetzt hat sich dann doch schon ausgezahlt, ihm zu helfen. Hätten wir ihn umgebracht, dann wäre das nicht so geil gewesen. Oh Gott. Nein, der Baum. Der Baum. Was? Warum laufe ich eigentlich immer so, statt einfach über die Brücke zu laufen? Nein, jedes Mal mit dem Jetpack rüber. Macht ja nicht mal einen Unterschied, wenn wir mal ehrlich sind. Oh, warte, ist die eigentlich mittlerweile wieder da? Die Waffe will ich hier nicht sehen. Du nimmst ja doch von uns dann. Ich glaube, das war zu viel für sie.
direkter Kampf. Das war einfach zu viel. Ich gehe da einfach mal weg. Ich kann mir vorstellen, meine Vermutung ist, dass es am Ende irgendwann, weil sie sagt, ja, sag mir mal, wenn du einen konkreten Schlachtplan hast, dass es am Ende irgendwie dann doch wirklich so eine Schlacht bevorsteht und allen, denen wir geholfen haben, können wir ansprechen, hey, let's go. Hoffentlich gehörst du da dazu. Trevor war kooperativ. Loyale Mitarbeiter wie er sind wichtige Bausteine in meinem kleinen Unternehmen. Sein einziger Fehler ist, dass er sich alles gefallen lässt. Keinen Schneid in der Wüste zu haben, kann tödlich enden. Schick ihm ein paar Männer zur Verstärkung. Schick ihm besser ein paar Mann Verstärkung. Du denkst also, er wird bald wieder Probleme bekommen? Das ist nur eine Frage der Zeit. Gut, ich werde es in Betracht ziehen. Ich nehme an, du willst für deinen neuerlichen Dienst großzügig bezahlt werden. Geschenkt, erteilt mir einfach keine weiteren auf. Zahl mich einfach aus. Zahl mich einfach aus. Behagt dir meine Gesellschaft etwa nicht? Aber ersparen wir uns derartige Fragen. Wenn es ums Geschäft geht, soll alles seine Ordnung haben. Da, nimm das Elixit und investier es in ein paar Granaten oder was dir liegt. Es sollte für ein paar Anschaffungen mehr als genug sein. Damit wäre dieser Auftrag für dich auch abgeschlossen. Ich bin zufrieden und du bezahlt. Alles geht wieder seinen Gang. 188 Splitter. Was bist denn du für Geizhals und warum alle so ungerade Zahlen? Ich finde, ihr könntet mir ruhig mal mehr geben. Oder liegt es an der Intelligenz, dass ich einfach mehr bekomme jetzt mittlerweile? Das ist nur ein Outlaw, der am Pinkeln ist. Okay, man kennt ihn. So. So, wir speichern ab. Und ich denke, jetzt sind wir tatsächlich fertig. Böses Mädchen, wenn sie... Was ist hier eigentlich? Gefährten. Ah, das mit Ray haben wir noch. Das mit der Blechdose. Böses Mädchen. Nestie ist eine Vollkatastrophe. Sowohl menschlich als auch disziplinarisch. Aber sie ist eine extrem starke Rebe, fast unverzichtbar für meine kleine Mission. Nestie sucht nach einer großen Heraufsetzung. Sie behauptet, sie würde sogar die Kleriker unterstützen. Wenn diese einen konkreten Schlachtplan gegen die Alps vorweisen könnten. Okay, krass. Okay, die hat einfach nur Bock zu kämpfen. Ist den scheißegal, an welcher Seite oder mit wem. Hauptsache, sie kann kämpfen. Gut. Ah, Wüste. Ich bin froh, wenn ich endlich mal ein bisschen von dir Abschied nehmen kann. Wir haben jetzt aber auch viel, wirklich viel gemacht. Hier unten haben wir noch einen Kampf. Wir müssen auf jeden Fall... Wo ist eigentlich unser, ne? Falk? Ray? Was ma... Kleines Lager. Das ist mein Lager, oder was? Wir porten jetzt mal hier weg. Zurück in deinem Lager. Das ist mein Lager. Krass, die Leute sammeln sich hier. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Lager habe. Finde ich eigentlich ganz cool. Wir können mal ein bisschen Sachen herstellen. Hier, wie wär's mit Steak-Teller? Gesundheit 60 ist eigentlich ganz nice. Machen wir mal 10 Stück. Starke Knochenmarkbrühe. Dafür brauchen wir Heiltränke. Hochleistungssuppe. Brause, Energieriegel, rohes Fleisch. Können wir eigentlich mal 4 machen. Blutige Burger machen wir mal 2. Die Asselfleischsuppe 4. Gebratenes Fleisch 19. Zack, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Nahrung. Hi. Ich
Ich habe Madison gesehen, er ist auf der Suche nach dir. Ich bin Bombe, ich schon begegnet. Okay, Moment. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt kurz Ende. Kurz Ende. Wir sind ja auch schon wieder bei 30 Minuten. Wir machen hier jetzt mal eine Kurzunterbrechung. Und dann gucken wir mal, ob wir dann mit dem Berserkern den Rest fertig machen, dass wir die Questreihe auch fertig haben. Weil ich glaube, wir könnten uns direkt den Outlaws anschließen, wenn es sein muss. Dann machen wir bei den Berserkern weiter. Oder direkt bei den Klerikern. Und wir können uns hier um Ways Auftrag noch kümmern. Und Falk hat ja auch noch einen Auftrag, da wäre auch noch irgendwas. Finde ich aber cool, dass unsere Leute sich hier sammeln. Wir haben auf jeden Fall schon zwei Leute. Irgendwann wird es hier voll sein. Das wird nice. Eigentlich wäre ein Dritter hier, hätten wir nicht umgebracht. Aber okay. Dann danke schön fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.